Herzlich willkommen, liebe GZSZ-Fans. Wir sind hier zum Catch-up für diese Woche und ich habe ein Schmackerle, so wie man bei uns im Süden sagt, von dieser Woche rausgesucht. Schaut mal rein. Machst du mir einen Americano bitte? Klar, kommt sofort. So, das sind dann 3,20 bitte. Stimmt so. Dankeschön. Wissen Sie schon, was Sie wollen? Ich brauche noch einen Moment, danke. Alles klar. Wow. Danke, geht schon. Kein Problem. Ja, Beck? Was will das Finanzamt? Und was sind das genau für Unterlagen? Ja, ich guck gleich auf meinem Rechner nach. Mhm. Ärgerlich. Ich fühle mich gerade, als ob mir jemand eine Gabel ins Hirn rammt. Wir können das Frühstück auch verschieben und du legst dich ein bisschen hin. Das geht schon. Hast du vielleicht eine Schmerztablette? Klar. Emily, irgendwas stimmt nicht. Sascha! Hey! Sascha! Hey! Komm, mach die Augen auf, bitte! Sascha! Okay, krass. Ja, Sascha ist zusammengebrochen, okay. Wir wissen noch nicht, ob er wieder aufsteht, ob es ihm gut geht. Wir wissen nicht, was Zoe da reingemacht hat. Ganz schön krasse Geschichte. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass mich die ganze Geschichte ein bisschen an meine Geschichte, also Louis' Geschichte erinnert, wo er Linus Drami vergiften wollte. Aber ich finde es halt krass, wie schonungslos Zoe mit dem Ganzen umgeht und wie sie das macht und wie dreist sie das einfach macht, dass sie es im Vereinsheim in sein Getränk reinmacht. Also das ist schon krass, sowas auch zu spielen, finde ich. Und ich bin gespannt, wie es weitergeht, ob Zoe Reue zeigt, ob Sascha überlebt überhaupt. Und wenn ihr genauso gespannt seid, dann schaltet auf jeden Fall ein. Die neuen Folgen gibt es Montag bis Freitag 19.40 Uhr bei RTL oder jederzeit auf RTL+. Und die ganzen alten Folgen von der Woche, wo auch die Szene her ist, könnt ihr noch eine Woche lang anschauen auf RTL+. Habt ihr gesehen? Also, wenn ihr mehr erfahren wollt, dann könnt ihr auch einfach hier klicken, weil da gibt es noch weitere Videos. Oder ihr schaut euch einfach ganze Folgen an, die gibt's hier. Aber wisst ihr, was ich mache? Ich abonniere einfach. Ja, los, abonnieren, komm!